Ich bin der Corbinian Jung, komme aus dem Saarland, aus der Stadt St. Ingbert. Mein Heimattrainer dort ist der Wladimir Sokolov. In diesem Jahr habe ich bei den deutschen Jugendmeisterschaften einen zweiten Platz im Pauschenpferd belegen können und meine weiteren Ziele sind halt nach U18 noch U16 Quali in Frankreich. In diesem Jahr jetzt Länderkampf, ist das der erste oder hast du schon mehrere Länderkampfeinsätze hinter dir? Nein, das wäre der erste für dieses Jahr und auch, also es freut mich, dass ich mal eingeladen wurde und auch eine Quali geschafft habe. Gegen Italien, das ist ja nun nicht irgendein Gegner, sondern die waren Dritte bei den europäischen Olympischen Jugendfestspielen. Ja genau, es wird sehr hart. Ich weiß nicht, wie es in Italien, also wie es dort aussieht bei denen im Moment. Aber Österreich müsste schon machbar sein, Italien, mal schauen. Aber ich bin da ziemlich zuversichtlich, mal sehen, was da geht. Warum Turnen? Wie kamst du dazu? Turnen habe ich, also meine Eltern haben mich eigentlich drauf gebracht und mein Vater war Turner, mein Opa hat geturnt, mein Opa aus dem Bayerischen Wald und es hat mich einfach zeitweise fasziniert, welche Bewegungsabläufe man erlernen kann, was man alles auch mit Eleganz und Kraft bewirken kann. Wie man im Hintergrund hört, macht Turnen Spaß, ja. Aber nicht nur, es ist auch eine Schinderei. Ja klar, also die Schmerzen, es gibt halt schon ein paar Geräte, wo man halt mal sich vergreift oder weil man zu viel trainiert, sich die Hände aufreißt, aber das gehört halt dazu. Ohne das, ohne Fleiß kein Preis, anders da wird man nicht weiterkommen. Dankeschön. Bitteschön.